In der letzten Folge erhielten Bruder Arthur, Dart und Skriptor Adivarius den Auftrag, eine Minenstation zu untersuchen, auf der es zu mysteriösen Vorfällen gekommen war. Was sie dort erleben, erfahrt ihr jetzt bei Warhammer 40k der Forge, Minenstation des Grauens. Okay, falls irgendwas kommt. Okay. Ja, ihr streitet den Gang runter. So, geschlossene Tür. Sicherheitsshot für den Weltraum. Ja. Steht jetzt praktisch vor dieser, die Tür, das hat so ein großes, praktisch großes Drehtor in der Mitte und ja, scheint wohl versiegelt zu sein. Aber wir können das öffnen, indem wir das drehen. So habe ich das jetzt verstanden. Nicht? Okay. Ja, ihr seht einmal, wie der Skriptor einmal hinläuft, einmal das, die Tür einmal anschaut, seht einmal, dass es rechts so einen Kasten gibt, kurz da was reinsteckt, ein paar Umdrehungen macht und ja, wieder rauszieht und dann, ja, das Tor öffnet sich einmal. Das Schott dreht sich einmal, geht dann einmal auf und ihr schaut einem Gang entgegen, der knickt einmal, geht also 5 Meter geradeaus, geht dann nach rechts. Ich kann eine Bildschirmübertragung mal kurz machen. Wieso müssen die Gänge immer so verwinkelt sein? Weiß man nie, was in nächste Ecke lauert. Bildschirmübertragung. Ist es komplett dunkel oder ist das Licht? Es brennt das Licht. Max, siehst du was? Nee. Noch nicht? Okay. Sollte es gleich kommen. Sketchbook. Okay, mit was kannst du am besten zeichnen? Also ich habe hier nach wie vor nichts. Ach, da gesamten Bildschirm übertragen. Übertragen. Ja, Moment, leg ihm. Jetzt sollte es. Jetzt solltest du was sehen können. Okay. Ah ja, jetzt ist es. Okay, tipptopp. Ja, lade ich noch eben gerade Sketchbook. Kann ich mal eben für dich ein bisschen ganz drehen. Steve, damit du auch was siehst. Zeichnen wir mal erstmal. Okay. Weißt du, so ein Stift ganz geil, so ein Apple Magic Marker, den man zeichnen kann. Erledigt. Ja, der Gang geht einmal 3-4 Meter geradeaus, dann knickt er nach rechts ab. Okay, kommen wir ganz schon mal näher. Leben Sie tagelang Profession? Nein. Ich brauche einen kleineren Radius. Minus. Ich auch nicht. Alter, was ist das für ein Geräusch, was da gerade kommt? Er sagt mir gerade, dass er das nicht machen möchte, was ich machen möchte. Okay. Toll. Okay, ist natürlich, ja, gut, meine Zeichenkünste, vor allem mit dem Finger natürlich begrenzt. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. So, also, ihr schaut den Gang einmal entgegen und ja, sieht dort, wie macht man das denn hier? Muss gerade mit dem Programm mal klarkommen. Ah, so. Seht ihr immer eine Flackern, ihr seht an den Wänden, seht ihr Einschusslöcher und seht auch mehrere Leichen, die auf dem Boden liegen. Die Umrisse, die, Die Uniform. Die Uniform von imperialen Soldaten. Ich möchte gerne auch wissen, Xenos zu finden, was für eventuelle Xenos-Wesen die so zugerichtet haben. Okay, wissen wir mal. Ey, was würfel ich denn schon wieder eine 2? Okay, Max, du untersuchst mal die Leichen und dir, ja, scheint, das sieht nicht nach Xenos-Angriffen aus, durch die sie gestorben sind, sondern es sind Verbrennungen, also Lasergewehrverbrennungen, teilweise auch Einschüsse, und ja, durch die sie gestorben sind. Kann ich von dem Winkel, wie sie stehen, darauf schließen, dass sie sich eventuell selbst erschossen haben? Das ist eine gute Frage. Kannst du das? Also schaust mal an, sie scheinen, also du meinst nicht, dass sie sich selbst erschossen haben.
Also nicht derjenige sich selbst, sondern sie innerhalb dieser Gruppe untereinander Nein, erschossen sie haben. liegen praktisch alle so auf, also sie, du siehst, also schaust ganz an. Dass sie alle aus der gleichen Richtung das Ja, abbekommen haben, aus der gleichen quasi. Richtung, ja. Sie scheinen wohl einer Kampfformation vorgerückt zu sein und sind dann wohl ziemlich ja, brutal abgeschlachtet worden. Finde ich die Stelle, an der sie liegen, aber ziemlich komisch. Ja, hier geht es einmal, hier gibt es praktisch so ein paar Schränke, die an den Wo Wänden ist die stehen. Brücke? Terminals. Ist einmal nur ein Gang hier und dann geht es nach rechts einmal weiter. Ihr steht praktisch jetzt hier vorne, wie ihr da reingekommen seid. Ich würde eventuell einen Vorschlag machen, dass wir erstmal zur Brücke gehen oder zum Hangar oder zu dem Kontrollraum und dort uns eventuell die Aufzeichnungen, falls es welche gibt, uns angucken, um zu gucken, was da passiert ist. Eine gute Idee, Bruder. Kurz eine Sache. Dort, wo die jetzt gerade liegen, müssen sie wirklich genau, als sie reingekommen sind, sofort erschossen worden sein. Das kannst du nicht genau sagen. Also, Wenn die nicht um die Ecke schießen können, doch. Oder sie wurden dorthin geschleppt. das kann auch sein. Das ist nämlich das, was ich gerade. Die Also, Einschusslöcher gehen auch in andere Richtungen. Also, die scheinen nicht von einer Richtung Also von vorne und von hinten vermutlich, also komplett von da, durchsichtig zu wo wir sein. gerade herkommen. Gibt es da Lüftungsschleusen über uns? Du schaust einmal hoch, siehst ja diverse Lüftungsschleusen Aber oder die sind so. nicht irgendwie aufgebrochen Sehen, also du oder hast hier, stark defekt oder so. siehst keine Spuren, die jetzt auf irgendwelche äußeren Einflüsse Okay. Abgesehen von ein paar hinweisen. Einschusslöchern, aber mehr Genau. nicht. Okay, gut. Dann würde ich gerne nochmal herausgehen und mir den Raum da mir genau angucken, von wo denn die Leute hergekommen könnten. Meinst Diese du hier? eventuell. Da? Ja, genau, Da kommen die da. her. Ja, genau, da Da war. geht's. Und so. Achso, das ist. Ach so, genau. Ach so, okay. Okay, gut. Jetzt hast du es verstanden? Okay, ja. Sieben, Ja. magst du auch? Ja, Das klar. Programm ist sehr geil, Ich müssen wir dachte, uns da machen. wäre irgendwie noch ein Raum, ein größerer Raum. Und das ist halt die einzige Tür, die da halt führt. Und dass eventuell von unten Streitmächte gekommen sind oder irgendwelche Wesen, Na, die dann von hinten rücksichtslos oh, ermordet nee, haben. das ist falsch. Also hier war das Tor, ne? Genau, Genau. genau. Okay, gut. Ja. Dann würde ich vorschlagen, vorrücken, oder? Genau, ich halte mich ein Stück hinter den beiden anderen, einfach halt, um den Rückendeckung zu geben. Ich würde vorschlagen, dass unser Librarian, wie hieß es, Bruder Adivarius. das Adivarius in der Mitte geht und der Sturmmarine vorne. Ja, in der Formation, ne? Einmal Steven, du gehst einmal Ja. voran, gehst an den Schränken hier vorbei und Ich ja. möchte an den Schränken, möchte ich meinen Kopf herausstrecken, um zu sehen, was dahinter liegt. Da möchte ich gerne einen Wahrnehmungstest Ja. machen. Plus 20 kriege ich, ne? Wegen meiner Rüstung. Plus kriege ich nicht sogar noch mehr? Plus 10 noch Nee, in plus meiner 10 Nähe? durch deine, plus 10 durch deine Ach so. Rüstung, plus 10 durch deine Okay, Organe. gut. Dann habe ich es nicht bestanden. Und Scheiße. mein Dingens, wirkt das auch auf ihn oder nur auf Das mich? wirkt nur auf dich. Sieben, Okay. du schaust einmal den Gang runter. Ich sehe trotzdem, ist ja nicht das blind bis jetzt. Einmal hinten, ja, Tor, ne, ist ganz wieder einmal abgesetzt. Und hier in der Mitte des Raumes siehst du eine Gestalt. Sie scheint wohl zur Hälfte komplett aus Metall zu bestehen. Ein rotes Auge. Die andere Hälfte siehst du, das einen linken Arm. Der linke Arm fehlt komplett. Der wurde durch so eine Art Laser ersetzt. Ne? Der rechte Arm scheint so ein massiver Greifer zu sein. Scheint, also das Gehirn scheint wohl komplett schon auseinandergebaut worden zu sein, seine mechanischen Beine. Ja, Also also es ist er eine Art steht Servitor. ja, ein Servitor wohl für die Bergbauarbeiten. Kannst du Okay. ungefähr vorstellen. Oh ja, du guckst praktisch hier einmal gegen die Wand. Ich habe Servitoren waren die quasi verurteilten Verbrecher, die da als Arbeitsdrohnen Genau, umgezogen ja. wurden. Oder, Ja, alles ich habe klar. hier eine Kamera, ne? Ja, Kann nee, ich hast du nicht. dir. Doch, hast du. Nee, hast du nicht. Hast du Du hast wieder. mir gesagt, dass jeder Special Marine eine Okay, Kamera stimmt. hat. Ja, okay. Hast du mir zumindest gesagt. Ist es möglich, eine Live-Übertragung an die beiden zu machen? Das geht nicht. An die. Also sprich an dich und an Max. Sprich, das, was ich sehe jetzt, können die Okay. automatisch über die Helme sehen. Ja. Oder Ja, kann das nur ein bekommt ihr hin. Tech-Marine sein Bekommt ihr oder hin. irgendwie Nein, muss. doch, bekommt ihr hin. Okay, gut. Dann möchte ich gerne eine Video-Live-Übertragung Wobei, machen.
Oder brauche ich dafür? Schau mal bitte nach, ich gucke ganz kurz nur, weil ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Ich glaube, in der Standardausrüstung von einem normalen Space Marine ist eine Helmkamera nicht eingebaut, weil der die nicht einmal nicht braucht. Wie kannst du dann bei den Trainingsmodulen dann das machen? Ich hab eine. Das ist mein Chapter Tracking. Was du als mit diesen Anhänger hast und Max, diesen Space Wolf. Das ist bei dir dann ein Relikt. Genau, das ist mein Relikt. Du hast eine Kamera als Relikt. Ja. Was ist das denn für ein Relikt? Es ist kein Relikt, es ist ein Helm-Picture, also eine Helmkamera. Ja, ansonsten, während Raphael das halt heraussucht, möchte ich halt euch beiden halt mitteilen, dass da ein Bergbauservitor ist, der ziemlich. Ah, okay. Muss man extra kriegen. Okay, gut. Ja, dann sag ich zu euch, dann, dass da halt eine Gestalt steht, die wohl stark nach einem Bergbau sehr, sehr, sehr vito aussieht und der auf mich nicht gerade freundlich gesinnt wirkt. Wie könntest du das Ganze jetzt in Deathwatch-Manier sagen? Also guckst rüber, siehst das und gibst dann gerade über Funk durch. Brüder, ich sehe. Du redest ja gerade von der dritten Person von dir, weißt du? Du. Also ja, okay. Direkte Rede und direkte ich verstehe Rede. Das, ja. Brüder, ich sehe einen sehr, sehr, sehr Servitor vor mir. Der scheint nicht gerade freundlich gesandt zu uns sein. Es sieht so aus, als hätte er Laserwaffen an den Armen. Laserwaffen, das würde zu den Verwundeten passen. Der Servitor dreht sich einmal zu dir in einem übernatürlichen Stelle, der Kopf dreht sich einmal ganz schnell, guckt dich mit seinem halbmenschlichen Auge und seinem roten Auge einmal an, der Körper dreht sich einmal nach und Initiative. Tja, eine 7. 13. 13. 7, du bist zuerst dran. Als freie Aktion möchte ich erstmal Shit Zeichen, ich bin aufgeflogen und möchte dann wie weit ist der von mir entfernt? Na, 10 Meter. 10 Meter, okay. Dann möchte ich gerne einen Sturmangriff machen. Du weißt, das ist ja Sprungmodul, alle deine Wege verdoppeln, ne? Aber erst, wenn ich einen Piloten test. Nee, dann kannst du mal 20 Meter extra hochkommen. Ja. Okay. Aber ich glaube, die brauchst du gerade nicht. Eigentlich gerade nicht, okay. Aber. Der Sturm Marine, charge das Ding einmal an. Wie halt mein. Oh ja. Eine 16, der muss ausweichen, sofern er ausweicht. Sofern er ausweichen will. Triff. Okay. Also, nur kurz, dass ich mir das Ding bildlich vorstellen kann. Das ist eine Mischung aus dem Terminator, dieser komischen Baumaschine aus Alien 2. Warte, ich habe eine Live-Übertragung hier. Ach ja, halt, das war ja schon mein KG, wo ich mich jetzt entscheiden muss. Reiß dir 7. Ich treffe ihn am rechten Bein. Ja, du chargst einmal an, ne, stürmst ihn mit Gebrüll einmal an, haust dem Ding, prallt einmal den Unterleib einmal weg und das Ding klappt zur Seite. Max und Steven, wie verlegt das aussieht? Ja, genau. Ja. Ah, okay, also wirklich mehr Terminator als alles andere. Ja. Ja, das Ding, ja, siehst du mal noch wie mal Maschinenöl und diverse Körperflüssigkeiten auch mal austreten und das Ding, Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist das noch Mensch oder ist das eher mehr zu einer Maschine? Und wird der menschliche Geist von der Maschine ersetzt oder weiß der Mensch auch, was er gerade tut? Tech-Marines können die als Sklaven nutzen, das sind Sklaven. Die sind aber die wissen immer noch, was sie tun. Die sind lobotomisiert. Sprich, die tun noch das, was die Vorgesetzten ihm sagen. Die können aber er hat kein Erinnerungsvermögen mehr. Nein. Nichts. Okay, schade. Aber ansonsten hätte ich jetzt mein Helm aufgesetzt und die haben ein Stück. Er funktioniert nur noch. Okay, gut. Schade. Okay. Er sagt zu Boden. Aber du könntest jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mit dem Tischgebrauch irgendwie Informationen aus ihm heraussaugen.
Was möchtest du wissen, Bruder? Okay, gut. Ja, ich gucke mich nochmal um. Seh ich noch einen von denen? Das war der eine. Er fällt hier auf den Boden. Moment, ich mal rein. Er fällt hier auf den Boden und ja, sagt leblos dahin. Okay, gut. Ähm, Ich möchte dich anfunken. Ich funke Bruder Adivarius an und Bruder, kannst du irgendwelche Informationen aus seinem Gehirn herausziehen, beziehungsweise aus seinem Computer? Ich weiß ja, dass das Ding Computer ist, oder? Ich gehe also ich geh hin, schaue mir das Ding an, wechsle, guck mal rum. Ne? Sieht nach einem Bergbauservitor aus. Modifikatoren sehe ich keine. Scheint wohl ferngesteuert zu sein. Ja, wurde auch zum Bau von Lasten umgebaut. Ist schon etwas älter, das kann ich auch noch sagen. Und dann noch ein paar Einschusslöcher. Ich gehe das Ganze mal um. Auf seinem Rücken siehst du einmal so zwei Kugeln, die einmal eingetreten wurden, sowie diverse Kratzspuren und Messereinstiche. Die Kratzspuren möchte ich mir genauer angucken. Ja, Das ist schaust du sie an, streichst dann mit deinen Handschuhen einmal rüber und ja, es scheint wohl von Fingernägeln oder dergleichen irgendwas zu sein, ein Xenon. was in seinen Körper da reingezogen wurde. Ich guck mich, ich drehe mich zu euch um. Welche Mensch ist dazu in der Lage, solche Kratzer zu Das hinterlassen von sind. den Menschen? Aber ja, aber du. Das ist kein Metall. Ich glaube, wenn du eine Freundin hast und lange Finger hängen, das geht. Okay, Jungs und Mädels, die da draußen, die das jetzt anhören. Okay, Raphael plaudert außen. Nee, Nein, nein, Kästchen. nein, 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 nein. Okay, Das hat niemand also wenn ihr gehört. eine La, 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 Freundin la, la, habt. la, la. Die zufälligerweise mit einem Tiger verwandt ist. Genau. Nehmt euch in Falls meine Freundin Acht. das jemals hören wird, habe ich gerade nämlich gesagt. Wir spielen es ihr vor. Ja gut, ich drehe mich halt trotzdem um und ich denke und ich sage nur, das ist nicht normal. Ich nicke dir mal zu. Und ich wende mich wieder zur Tür hin. Und ich lache, erinnere mich an die Zeit, bevor ich in Space Marine war und sage, auf oh, Fenris ist sowas normal. Adivarius guckt dich an. Servitor? Kratzer. Kratzer. Ich nehme meine Kralle des Krotoliden von der Schlacht, die wir in den letzten Tagen geschlagen haben. Ich hebe hoch. Solche Kratzer? Auch. Ja, Adivarius nickt dir einmal hoffnungsvoll zu. Ich schüttel nur den Kopf. Lustige Geschichte. Glaubst Glaubst du du mir mir nicht? nicht? So Wo diese Kralle woher kommt? Ja, das frage ich mich auch. Für die anderen Leute da draußen, gestern hat Steven geleitet und ja, da kam eine Kralle, eine lustige andere Geschichte. So eine Kralle, okay. Ja, das Tor hier ist mal wieder geschlossen. Es scheint kein Sicherheitsschott zu sein. Adivarius geht da mal hin. Brüder, zwar verfügen diese Toren über keinen automatischen Öffnungsmechanismus mehr, allerdings wurden sie auch nicht hermetisch abgeriegelt. Das heißt, wir können sie aufstemmen. Er geht zur Tür hin, Tech-Schlüssel, zack, zack, Tech-Gebrauch. Und ja, das Tor öffnet sich einmal und so. Ja, das Siegel dreht sich und wie geht denn das am besten jetzt weg? Kann man irgendwie. Das ist ein Mülleimer, diesen Farbdings. Okay, wo ist hier ein Mülleimer? Ich glaube, das könnte es mit dem Wasser unten funktionieren. Mit dem Wasser da unten? Da war so ein Tropfen gerade ganz unten. Das? Nee, ich glaube, das ist einfach nur so ein Tropfen, den du aufzeichnen kannst oder sowas. Nee. Ach so, zum Verschmieren Ah, nur, okay. rückwärts? Was wahrscheinlich. Nee. Dauert wahrscheinlich auch so lange. Muss bestimmt so ein Kürzel dafür geben. Neu. Neu. Da machen wir hier. Zur Das und Softbearbeitung. neu. Oder oben den Radiergummi nehmen. Dachte ich, ja? Ja, ist Ja. zu klein. Oder alles löschen.
Datei neu. Da, löschen. Ach nee. Doch. Ha, das war jetzt aber einfach. Löschen-Taste drücken. Okay. Ja. Das Tor öffnet sich einmal. So, ich brauche echt irgendwas zum gerade Zeichen. Das ist ja fürchterlich. Ich schaue einmal einer massiven Maschine, einer Cogitator-Bank entgegen. Ne? Hier in verschiedenen blinkenden Leuchten. Ja, sitzen davor. Hier geht einmal, das ist einmal das Tor. Hier geht das ganze Ding einmal weiter. Hier geht es auch weiter. Und hier ist das ganze Ding einmal gerade aufgegangen. Ich hole mal eine Maus eben. Moment. Kann man sich doch nicht ansehen, sowas. Also im Moment sieht es aus, wie du auf die Seite gedreht hast. Aggressiver Smiley. Stimmt. Jo. Alter, habt ihr Fantasien? Ja, so wie du mit deiner Freundin und mit den Kratzspuren, ne? Das sind keine Fantasien. Oh. Ja, dann zeig jetzt mal deinen Rücken. Was steht eigentlich für eine Scheiße hier? Ja, dann zeig mal deinen Rücken hier. Soll ich das einfach rausschneiden? Nein, nein, das lässt du drin. Okay, ich habe jetzt eine Maus dran. Ich habe keine Kratzspuren. Ich habe wirklich keine Kratzspuren. Dann wirklich. Ja, zeig. Ja, ich will mal Rücken zeigen hier. Ja. Na, guck mal. Okay. Keine Kratzspuren. Man muss dazu erwähnen, die beiden sitzen gerade nebeneinander. Also ich sehe davon nichts. Also da waren keine Kratzspuren irgendwo. Ach, ich kann so ranzoomen jetzt mit diesem geilen Rad hier. Cool. So, die Taste und bam, alles weg. Okay, guck mal, ob ich das mal ordentlich hinbekomme. So, das ist ja ein Traum jetzt hier. Guck mal einer an, das geht auch schon mal ganz gut. Und bam, und hier ist eine Cogitator-Datenbank, die war zu... Also es sieht gerade eigentlich sogar schlimmer aus als das davor. Mist. So. Ah, das wird auch schon mal. So. Beim dritten Anlauf funktioniert. Dritter Anlauf. So. Hier ist das Tor, wo ihr mal rausgegangen seid. Guckt einmal hier nach außen. Hier gibt es immer eine Treppe runter. Die seht ihr noch. Guckt hier dann auf diesen großen. Großes, wo es praktisch nach draußen geht. Also das, was wir von draußen erkannt haben. Genau. Weltraum. Das macht richtig Spaß sogar hier, okay. Weltraum. Das ist wieder blau. Der Weltraum, unendliche Weiten. Weiten. Und noch viel weiter. Hier ist praktisch so eine Art Podest, das habt ihr auch von draußen gesehen, ne? Wo es ganz praktisch etwas erhöht ist. Hier steht auch wieder eine Cogitator-Datenbank drin. Und ja, wer ist der Erste, der draußen steht? Ich. Du? Vermutlich mal. Du guckst einmal nach links um die Ecke und siehst einmal hier drei von diesen Servitoren. Die scheinen wohl ja, ziemlich ziellos herumzustehen. Zu stehen und sich nicht zu bewegen. Also der Kopf bewegt sich leicht nach links und rechts, oben, unten, und sonst bewegt sich der Körper nicht. Ich sag, ja, ich. Da stehen wieder drei Servitoren, aber dieses scheinen diesmal etwas, ich nenne es mal, freundlicher gesinnt zu sein. Sie tun nämlich gar nichts. Etwas passiver. Genau. Aber rechts ist eine Konsole. Sprich, da könnten wir weitere Informationen bekommen. Steht gerade noch hier vorne, ne? Ja, steht da vorne, ja. Weitere Informationen zu bekommen, was dort vorgefallen ist. Und guck dabei dich an, Raphael. Ja, es gibt alle Wahlen, die einmal zu. Sind die Servitoren eine Gefahr für uns? Ich zeig, ich mache so mit meinem rechten Arm eine Geste. Ich kann sie eliminieren. Sehen Sie dich? Sie haben noch nicht den Anschein dann gemacht. Hm. Alibas überlegt kurz. Er nimmt, guckt sich mal um, nimmt sein Kampfmesser, zieht mal den Kopf ein, Bruder. Ja, ich drehe das Kampfmesser einmal um und klopfe mit dem Schaft einmal gegen die Tür. Hört ein lautes Pong, 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 Pong. Packt das Kampfmesser wieder ein. Ihr hört ein Quietschen von Gelenken und die scheinen sich wohl
zu bewegen. In unsere Richtung? Ja. Ich finde euch jetzt gerade wieder hier. Ja, ich bin draußen, ne? Ja, er hat ja gesagt, du sollst wieder kurz reinkommen. Hört, er hat ein Quietschen, ein weiteres Quietschen und wieder ein Stillstehen. Okay. Ich kriege das ja so am Rande mit. Ich gucke ja auch so halb in den Gang. Ich sehe die Servitoren zwar nicht, aber ich vermute, Brüder, ich vermute, dass diese eben so quasi als Wachen fungieren, für was auch immer sich hier eingenistet hat. Wir versuchen zur Konsole vorzurücken und, verdammt, Steven, wie war der Name von deinem Charakter? Arthur. Arthur und ich sichern dir den Weg und Adivarius, du überprüfst die Daten. So sei es. Wir gehen mal raus und gehen mal den Gang hier runter und sehen erstmal einige Leichen. Ja, die haben wir vorhin schon bemerkt. Ich gucke jetzt von oben praktisch runter, ne? Also hier geht es praktisch ein bisschen runter. Hoppala, falsche Farbe. Seht ihr einmal, guckt einmal runter. Ne? Hier unten ist praktisch wieder so ein Gang mit den ganzen Fenstern hier. Und ja, könnt ihr einmal runterschauen. So, mal gucken, ob ich das so stiltechnisch. Jeder, der irgendwie jetzt einen Teil wegen Kunstgedanken hat, der tötet mich wahrscheinlich gerade. Abstrakte Kunst ist das. Treppe. Das sieht aus wie ein Smiley fast. Ja, ganz die Fantasie. sieht noch die diverse Leichen, die hier noch am Boden liegen. Teilweise imperiale Natur, teilweise scheint das wohl auch ganz normale Arbeiterkleidung zu sein. Mhm. Und Servitoren auch. Ihr hört, geht einmal runter und seht dort dann auch wieder einen Servitor stehen. Der, ja, wer guckt einmal runter? Ich glaube, ihr beide. Ich. Ja, guckst du mal runter, siehst dort den Servitor, der scheint wohl dem scheint wohl der linke Arm zu fehlen, der hat nur noch diesen Roboterarm zum Lastenheben. Guckt einmal hoch, sieht dich genau an, beide Augen komplett lobotomisiert und fängt an, plötzlich zu laufen Richtung Treppe. Initiative. Jups. Mit den nur Augen. Für dich erstmal. Das ist eine 11. Du bist dran. Okay, ich lege auf das Ding an, ziele und drück direkt ab. Das heißt, ich muss auf eine, Moment, ich muss gerade selber ausrechnen. Wie viel kriege ich durch meine Rüstung dazu? Deine Rüstung kriege ich gar nichts. Ah, nee, durch die Rüstung kriegt man nichts, genau. Nur dein Stärkewert wird, nee. Dein Stärkebonus wird um 2 erhöht. Ja, nee, ich hatte es bloß gerade nicht mehr ganz im Kopf. Reichweite, Boltermeisterschaft, dein Einzelschuss-Dings. Und Ziel. Und Ziel. Und Ziel. Ja, also auf eine 89. Ja, das ist eine 65, sind immer noch 3 Erfolgsgrade. Mach Schaden. Das ist eine 21 DS4. 21 DS4. Ja. Ja, die Bollpatrone trifft ihn einmal in der Brustkorb und einmal aufgesprengt. Und ja, der Servitor fliegt einmal auf den Boden. Blut spritzt raus. Es hallt einmal lautes Krachen durch den gesamten Raum. Und ihr hört überall das Quietschen von Gelenken. Und das Rattern von Servomotoren. Was machen die drei da oben? Die habe ich nämlich unter. Die drei haben sich in deine Richtung gedreht und haben gerade ihre Waffen auf dich gerichtet. Auch mal Initiative. Jetzt gehen wir direkt mal durch. 7. 15. Bruder Dart ist bereits bei einer 11. Mhm. Damit bist. Machen wir einen Wahrnehmungstest, ob du es gesehen hast. Ja. Also gehört hat das zumindest. Ja, dann mach es. Du siehst, dass die drei sich in eine Richtung schauen und gerade der linke Arm, wo gerade am Aufladen ist. Gut, dann mache ich, die sind wie weit entfernt von mir? Roundabout 22 Meter? Das zwei hier sind, 30, 10 Meter. 40 Meter.
40. Okay, dann möchte ich gerne einen Pilotentest machen. Ja. Und ich habe den bestanden. Also erhöht sich meine Reichweite, maximale Reichweite um 20 mm. Sprich, ich springe jetzt 50 Meter auf die drauf. Also keine maximale Entfernung. Ich mache einen Sturmangriff auf die. Ja, mach das mal. Und ich treffe. Wait a second. So, wie war das pro 2 Erfolgsgrad? Mit was für einem Angriff? Nein. Mit einem Sturmangriff. Siehst einmal, wie du das Vieh einmal anstürzt mit einer Energieaxt, einmal auf ihn draufholen möchtest und siehst, wie der linke Arm einmal nach oben fährt und das Teil einmal in die Energieaxt da reingehauen wird. Mach mal ein Energiefeld. Nee, den mach ich. 0 bis 75 ist er kaputt, ne? Ja, siehst einmal, das Energiefeld einmal durchschreddert, das Energiefeld einmal diesen Metallarm zerberstet und einmal das Teil in Stücke haut. Dann ja. Darf ich doch meinen Angriff doch einfach fort, oder nicht? Weil der schneidet ja wie Butter durch. Dann darfst du mal Schaden machen. Okay. Dann was sie. Warte, nee, da kommt noch einer drauf. Ach! Übrigens schaltet er damit aus dem Squad-Mode aus, weil er über 30 Meter entfernt ist. Also bin ich jetzt automatisch in meiner Solo-Mode-Ability. Jo. Okay. Deswegen sage ich es gerade. 38 DS7 Schaden. 38 DS7? Hast du dich nicht mal beschwert, dass du als Nahkämpfer zu wenig machen kannst? Ja, sagen wir es so, da gab es ja noch nicht die neue Regelung bei den Boltern, weil... Wenn bei der neuen Regelung an Boltern, da fühlt man sich als Nahkämpfer so richtig so, meh, richtig wertlos, weil die haben da halt teilweise, ja, die alten, da brauchtest du gar keine Nahkämpfer mehr, weil die Bolter, die waren so krass, die brauchten nur einen Schuss abgeben und die haben fast einen Symbionten gekillt. Gefühlt. Okay, und ich brauche dafür 4 Schläge und die brauchen nur einen Schuss. Jetzt mit den neuen Regeln her, mache ich mehr Schaden als die Bolter, aber bin halt dafür im Nahkampf. So. Mach wesentlich. 31 DS8. Okay. 38 DS7. Wo triffst du? Das war, oh, gute Frage, das war eine 38, also 83, also rechtes Bein wieder. Rechtes Bein. Ja, auch du haust einmal den Unterleib mal komplett weg, zerschredderst einmal den Unterleib und das Ding zersappt einfach nur nach vorne. Dart, du warst schon dran. 38, ich habe übrigens 2 Erfolgsgrade, also treffe ich die anderen doch auch noch mit, oder nicht? Nein, du schießt nicht vollautomatisch. Du hast Nahkampf zu. Gab es da nicht irgendwie eine Regelung, wenn beim Nahkampfangriff, wenn beim Sturmangriff, wenn du pro 2 Erfolgsgrade triffst, noch einen anderen? Das ist das andere Rollenspiel. Black Crusade. Achso, das war diese vollautomatische Zuhauen. Ah, okay. Ja, haust auf dir mal zu. Die beiden neben dir, ja, drehen einmal ihre riesigen Servo-Greifarme und schlagen einmal auf dich zu. Einmal ausweichen? Oder parieren? Nicht? 18 DS6. Wo? 35. Ja, 18 DS6. Der zweite? Da muss ich jetzt schon mal zurück. Ja, der zweite Schlag, ja, fliegt einmal gerade so an dir vorbei. Und ja, spürst einen Aufprall an deiner, wo habe ich gerade getroffen? Auf meiner Brust. Ja, spürst einen Aufprall auf deiner Brust von dieser massiven Faust, die einmal auf dich draufgehauen ist. Und Adivarius guckt auch mal in deine Richtung. Dann bin ich auch im Kampf bei. Du musst doch erst die 40 Meter verwenden, oder nicht? Neue Runde. Steven, du bist dran. Gut, dann möchte ich den einen, der mich gerade am Körper erwischt hat, möchte ich gerne mit einem Einzelschlag treffen. Moment, du kannst natürlich verteilen, ne? Wenn du 4 Angriffe hast, kannst du auch 2-2 machen. Ah, okay, dann mache ich nämlich das. Dann wird, wie wird das dann gehandelt? Wie du möchtest. Ja, so 2 auf den. Also, sobald es im Nahkampf ist, kannst du alles ohne Probleme. Dann mache ich nämlich einen
Blitzschneller Angriff. So, jetzt haben wir es. Meine Güte. Ja, trifft der Erste. Ja. 8, 17, 32, die ist 7. Wo tust du ihn? 54 von Witzig, also am Körper. Also, ja, ich teile den in zwei von links unten nach rechts oben. Einmal durchs Metall und Körper. Dann den anderen. Minuten Eingeweidespitze raus. Mhm. Den treffe ich auch. Ja. Hm. 21 DS4. Hm. Du schlägst ihm einmal Brust, einmal entlang, ne? Und teilt Platz einmal auf. Er sagt gleich nach vorne. Der Kopf hebt sich wieder. Nächster Angriff. Trifft. Darf ich nicht mehr aufnehmen? Ja. 5, 29 DS7. Der ist geköpft. Also ich köpfe ihn. Ja, die fallen einmal auf den Boden und tut echt weh. Klatschen hin. Alles okay, Bruder? Alles gut. Was ich wacker. Einen Schlag und klopfe mir dabei auf die Brust. Nun, die Gräste. Ja. Und ich sag, du bist trotzdem stabiler als ein Berg. Ein Berg aus Adamantium. Danke. Ich möchte ihn einfach versuchen, einmal aufzumuntern. Also noch zusätzlich, dass sein Ego noch weiter gepusht wird. Okay. Gib mir das. Das habe ich. Ah, nee, ich krieg ja einen Bonus auf. Das war nur gegen normale Menschen, kriege ich einen Bonus. Entschuldigung. Nee, also habe ich es verkackt. Ich versuche ihn damit aufzumuntern und verschluck mich dabei aber und fange an zu husten, deswegen ist es nicht so gut für mich. Okay. Ich sag zu dir, alles gut, Bruder? Natürlich, natürlich. Ja, seht mal, wie Adivarius schon mal ein bisschen am Gange ist an den. Ich habe gerade einen Charme-Test verhauen, ich habe 61. Oh. Ja. Das ist noch da oben. Steven, du musst übrigens mal ein W10 würfeln, wenn du wieder in die Squad willst. Ja, was ich? Oder? War es nicht so? Habe ich das für den falschen Verstand? Eine volle Aktion von dir, was jetzt kein Problem ist, oder im Kampf ein W10 auf den Squad-Test. Ach, so rum war es, Entschuldigung. Nee, dann sage ich, also ich heiße ihn sozusagen wieder willkommen. Okay. Alivarius meldet sich einmal und sagt. Ich drehe mich um. Ich halte trotzdem weiter in den Gang nach vorne Ausschau, falls doch mal was ankommen sollte. Mit Bolter im Anschlag. Nun, ich habe eine Karte hochgeladen der gesamten Station. Herunter. Heruntergeladen. Ja, schaut sie euch erstmal an. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier. Na, das kann ich bestimmt so neu. Ich weiß, wäre so ein zweites Ding ganz gut. Fenster? Nee. Dann sollte neu eigentlich einfach ein neues Bild öffnen. Ja, das wäre. Machen wir es mal anders. Einmal einen Strich hier runter. So. So. Rechts einmal kurz die Karte, so im groben Schema aufgezeichnet. Ihr habt einmal hier die erste Andockbucht mit den Zugängen. Dann habt ihr hier einmal den großen Hauptraum, in dem ihr euch gerade befindet. Dann hier die zweite Andockbucht. War da ein bisschen. So. Dann geht es hier hinten einmal in beide Richtungen weiter. Der Gang geht einmal runter. Hier geht es dann runter zu den Minenschächten, da wo das jetzt abgebaut wird. Hier gehen auch die ein paar Sicherheitsschleusen.
Hier gibt es ein, der, hier ist der medizinische Bereich. So wird er aufgezeichnet. Und genau, hier geht es einmal darüber. Ach ja, hier ist noch eine Schleuse, die scheint wohl nach draußen zu gehen. Hier ist so ein Gate, also so ein Außengitter praktisch am Asteroiden entlang einmal aufgezeichnet, der einmal wohl zu einem anderen Bezirk, also zum anderen Stationsteil führt. Hier nicht aufgezeichnet. Weißt du zu welchem? Also zeig ich gerade an zu welchem Bereich? Dann nehmt auch mal einen Schlüssel, schaut es ganz normal an. Der Bereich scheint wohl zum Hangar zu gehen. Und genau, das konnte ich sogar noch reinzoomen. Okay, ja, das soll gerade zu diesem Deck. Genau, da geht es darunter. Hier sind die Bereiche der Erste-Hilfe-Station. Ach ja. Befindet sich ein Gefängnis. Und zwar, ja, so da, wo ungefähr ein paar Meter neben wo du die Serbeton gekillt hast, war auch ein geschlossener Shot. Und da befindet sich auch ein Gefängnis wohl, ne, für die ja, Insassen. Und ja, Was ist oben rechts bei dem Gang? hier geht es einmal runter zu den Treibstoffdepots. Da lacht der taktische Spezialist. Er will den ganzen Asteroiden in die Luft springen. Mit nur 1 Kilogramm Sprenglader. Wenn wir es möglichst effektiv verteilen. Ich zeig nur auf mein, oder ich zeige dir mein Kettenschwert und sage, also klein schneiden kann ich's. Brüder, wenn es Überlebende gibt, werden sie sich vermutlich im Bereich der Erste-Hilfe-Station aufhalten. Oder in der Kommandozentrale. Ah, nee, da sind wir gerade. Ja, wir sind in der Oder im Kommandozentrale. Gefängnisteil. Oder im Gefängnis, genau. Wir sollten die beiden Bereiche überprüfen. Also ich würde mich um den Gefängnispart kümmern. Wo wollen wir uns aufteilen oder wollen wir zusammenbleiben, da reingehen? Das ist so eine Frage in die Runde jetzt. Vergessen. Da ist noch so ein Treibstoffdepot. Hier geht natürlich noch Gang, da kann natürlich noch weiter. Also ein kleiner technischer Instandsetzungsbereich ist hier noch angezeigt. Okay. Genau, und hier geht's runter zu Depots. Ja. Also, ja, ich wende mein Wort an Bruder Dart. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir zusammen die einzelnen Stationen? Ich würde gern. Ich überlege gerade, ob das klug ist. Bei an und für sich haust du das meiste hier ja um, wenn was kommt. Das Gefängnis sieht auf der Karte recht klein aus. Überprüfe es und komm dann sofort nach. Ich nick dir zu. Ich gehe zum Gefängnistrakt. Und ich gehe mit Bruder Adivarius schon mal in den Gang, der dann zu der medizinischen Station führt. Gut. Also, wir gehen jetzt einmal in die Richtung hier. Und, na, Steven, ne? Ist gut, was hieß. Ja, hier hinten ist einmal, ja, ein Eingang zum Gefängnisteil. Vermutlich verschlossen. Ja, verschlossen. Ja, du brauchst aber nur den Druckknopf drücken. Ja, ich habe einmal hier auf dieser Ebene alle Türen einmal geöffnet. Und ja, das schließt wie mit einem Ratschen auf. Und was Bruder Arthur in der Zelle findet, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Sandy.